Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Canelo, schleim jetzt nicht. Leider habe ich heute nicht so gute Neuigkeiten. Canelo muss ausziehen. Ich habe heute eine große Bestellung bekommen. Das wird jetzt sein nächstes Zuhause werden für die lange Jahre, die er noch bei mir leben wird, hoffentlich. Ja, es fällt mir jetzt auf jeden Fall richtig schwer, Digga. Ich nehme euch jetzt heute mal mit. Ich zeige euch jetzt, was ich ihm bestellt habe. Canelo, freust du dich? Hä? Du wirst ausziehen, Canelo. Du brauchst gar nicht schleimen, du brauchst mich gar nicht küssen. Du wirst ausziehen, Canelo. Ich sag's dir. Ich nehme euch jetzt mal mit, Alter. Canelo, sollen wir den Leuten zeigen, was ich meine? Hä? Okay, komm. Geh mit zu der Bestellung. Geh. So, Freunde. Das hier ist meine XXXXL-Bestellung für Canelo. In diesem Video zeige ich euch einfach, wo ich das hinstelle und was das für einen Nutzen für Canelo hat. Canelo, sei mal ehrlich, freust du dich? Freust du dich? Er hat Bock drauf. Also, dass es schon mal klar ist, ich bekomme kein Geld für dieses Video. Die haben es mir einfach zur Verfügung gestellt. Ich habe das kostenlos bekommen und ich zeige euch jetzt einfach, wo Canelo schlafen wird die nächsten Jahre. Weil ich hatte immer das Problem, dass er immer auf Decken geschlafen hat. Was heißt Problem? Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Aber das ist schon Next Level. Das ist schon Next Level, Freunde. Das ist einfach sein Wohnzimmer, sein Schlafzimmer, sein Zuhause. Da kann er machen, was er will. Das ist sein Reich, da geht niemand rein. Richtig geil, ich freue mich drauf. Du musst es auspacken, Canelo. Das ist auch deins. Das ist dein neues Schlafzimmer, Canelo. Du musst es auspacken. Naja, okay, dann helfen wir ihm mal. Freunde, ich habe ein Problem. Wie soll ich das hier in meine Haustür reinbekommen? Und ich bin alleine. Das Ding wiegt 100 Kilo oder so. Canelo. Canelo kann mir auch nicht helfen. So, Freunde, wir müssen jetzt Canelos Teppich wegmachen, weil hier schieben wir dann die Hundebox rein. Das kommt einmal hier ins Wohnzimmer. Canelos Bett und Bonnies Bett müssen wir auch hier wegmachen. Das kommt dann alles hier hin. Die Hundebox kommt hier rein. Und jetzt muss ich schauen, Digga, wie ich das alleine reinschiebe. 100 Kilo. Ich muss mir das überlegen, Digga. 100 Kilo einfach alleine reinschieben. Ich brauche auf jeden Fall erstmal ein Messer. Und wir machen jetzt auf jeden Fall das Paket auf. Canelo, was riechst du schon wieder? Komm, wir machen das zusammen auf. Auf geht's, komm. Als Belohnung bekommt später Canelo einmal ein Rinderohr ohne Fell und einmal ein Rinderohr mit Fell. Er liebt die Dinger über alles. Wir machen das Ganze jetzt mal auf. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das aussieht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, welche Farbe die gemacht haben. Weil die haben, ich habe zu denen gesagt, mach, was ihr wollt. Mach, dass es gut aussieht. Und jetzt machen wir es auf. Canelo, hilfst du mir? Zu mir! Was ist da? Komm, zieh hier! Komm, hopp! Wester, komm, Wester, Wester! Komm, Wester, komm! Zieh! Zieh! Ja, komm, zieh! Komm, auf geht's! Super, jawoll, genau! Oh mein Gott, was ist das denn? Canelo, langsam! Digga, wie krass schaut das aus, Alter! Oh mein Gott, Canelo! Das ist dein Zuhause! Ja, das ist dein Zuhause! Ja, schau mal, das ist dein... Ja, das ist dein Zuhause, Schatzi! Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil sonst zerkratze ich alles. Boah, geil, Digga! Das schaut so krass aus, Freunde! Gibt's euch das mal! Krass! Das ist extra für Bonnie und Canelo. Canelo, freust du dich auch wieder neues Zuhause? Freust du dich auch wieder neues Zuhause? Hä? Ja! Jetzt habe ich nur Bedenken, wie soll ich das alleine reinkriegen? Ich glaube, ich schiebe das einfach hier rein oder so. Irgendwas wird mir schon einfallen. Irgendwas muss mir einfallen. Messer lege ich weg. Und jetzt probieren wir mein Glück. Warte mal. Erstmal testen, wie schwer das ist. Boah! Oh. Dicker! Das ist ja richtig schwer. Canelo, komm mal her zu mir. Hilf mir doch mal, Alter. Boah, Freunde, ich schaff das nicht alleine. Ich muss jemand anrufen. Ich muss es jetzt checken. So, sei, hilfst du mir schnell für mein Hundebett? Ja. Okay, hayalla. So, Freunde, ein alter Arbeitskollege kommt jetzt. Ich muss Canelo jetzt wegsperren, weil er hat brutal Angst vor ihm. Canelo, komm her zu mir. Tut mir leid, Canelo, aber nicht jeder hat keine Angst vor dir. Musst jetzt hier einsperren. Okay. So, Freunde, mein Kollege ist jetzt da. Bist du stark genug? Er wird mir jetzt helfen, Digga. Okay, geh mal dahinter. Ist schon schwer, ne? Ja, schon. Aber es geht. Oh. 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 Junge!
Junge, wie knapp! Schaut mal bitte, wie knapp das durchpasst. Da hatten wir Glück, oder? Auf jeden Fall. Weiter geht's. Ja, 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 ja! Boah! Wir sind drin! Aufpassen. Okay, bleib da. So, Freunde, wir sind drin. Oh mein Gott, passt es rein? Freunde, wir müssen jetzt schauen, ob das hier reinpasst, weil es schaut echt sehr knapp aus, aber ich glaube, es müsste gehen. Probieren wir jetzt mal, oder? Jawohl! Jawohl! Schaut euch das an, Freunde. Also, wenn das nicht perfekt ist, dann weiß ich auch nicht. Geil, Alter. Das schaut perfekt aus. Sei, danke für die Hilfe, Digga. Gerne. Freunde, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wenn das aber nicht krass aussieht, dann weiß ich nicht, was krass aussehen soll. Gebt euch da mal, wie perfekt passt es hier rein. Alter, richtig geil. So, wir müssen die ganzen Teile jetzt wegmachen. Dann tue ich kurz sauber machen. Und ja, dann ist es fertig. Dann muss ich nur noch mit Sachen befüllen, Hundekissen rein, etc. Und dann ist es gemütlich. Oder? Was meint ihr? Ich muss jetzt Canelo freilassen, weil er ist brutal am Heulen. Okay. So, Freunde. Wir müssen jetzt die ganzen Teile hier entfernen. Aber dann... Oh! Das geht ja voll einfach. Man muss es einfach nur so hochziehen. Alter, geil. Es ist ready. Jawohl, Canelo. Ich freue mich so krass. So, Freunde, ich muss noch mal rein. Und das alles sauber machen. Oh. So. Ich würde sagen, Canelo hat neues Zuhause. Oder? Oder? Komm mal her. Komm mal her. Ja. Hast du ein neues Zuhause? Freunde, wisst ihr, was krass wäre? Ich habe hier so einen Teppich und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, ob das hier perfekt reinpasst. Das ist wirklich ein Zufall. Ich hatte den Teppich davor einfach ganz normal hier liegen. Canelo hat sich da immer reingelegt und jetzt schauen wir, ob das hier reinpasst, ne? Boah, es schaut gut aus. Boah, Junge! Alter, wie angegossen! Machen wir das hier noch ein bisschen schön. Alter, ich bin verblüfft. Ohne Spaß. Schaut euch das mal an. Das passt einfach wie angegossen. Tja, hier mache ich jetzt noch ein Hundekissen rein und dann kann der gute Canelo reingehen, ne? So, wir machen das jetzt einfach mal rein. Alter, wenn das nicht krass aussieht, dann weiß ich auch nicht. Komm, in die Hütte. Rein. Jawohl. Hä? Gefällt's dir da, mein Schatz? Ja, geil. Junge. Komm wieder raus. Zu mir. In die Hütte. Schau, wie schnell er es gelernt hat, Freunde. Weil Canelo so lieb war, bekommt er jetzt sein Rinderohr mit Fell. Sitz. Doppelpfote. Laut. Komm laut. Lauter. Lauter. Okay. In die Hütte. Hey, zu mir. Canelo, zu mir. Komm mal her. In die Hütte. Komm mal zu mir. In die Hütte. So. Ja, genau. So lernt er schnell. Man kann dann auch hier jederzeit die Tür zumachen, wenn mal Besuch da ist und wir Angst vor Hunde haben. Aber das ist eigentlich nie der Fall. Deswegen bleibt die Tür immer offen, damit er rein und rausgehen kann. Aber Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare von 1 bis 10, wie findet ihr die Hütte? Von 1 bis 10 in die Kommentare, schreibt mal bitte rein. Jetzt hat er seinen Platz gefunden und jetzt kann er chillen und sein Ohr essen. Guten Appetit, mein Schatz. Canelo muss sich noch ein bisschen gewöhnen, aber das macht er schon auf jeden Fall. Wenn man hier reinkommt, dann sieht man gleich die Hütte. Also ich sag's euch, besser geht's nicht. Ja, Canelo! Freust du dich auch wie ich? Jawohl, Digga, Canelo hat ein neues Zuhause. Sein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, alles. Richtig, richtig geil. So, wir kommen zum Ende vom Video. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Bitte, 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 gebt einen Kommentar dazu, wie ihr die Hütte findet. Danke nochmal an Köttelkiste, die ist hier verlinkt. In der Bio ist deren Webseite verlinkt, Instagram verlinkt und hier nochmal eingeblendet für euch. Freunde, danke für alles. Ihr habt es mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Ihr habt Canelo glücklich gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like nach oben, schreibt es in die Kommentare und ganz wichtig, bitte, 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 Freunde, folgt mir und aktiviert ganz wichtig, ganz, ganz wichtig die Glocke.
Folgt mir auf Instagram, ist hier auch eingeblendet. Danke für alles, danke für euren Support und danke nochmal an Köttelkiste. Ciao, ciao.